Herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Mein Name ist Björn Rischbude, ich bin Produktexperte bei Mercedes-Benz. Wir haben heute den Stern des Monats, unseren CLA 250e in der Edition 2020 dabei. Kommen wir nun zum Fahrzeug. Da wir den CLA 250e in der Edition 2020 dabei haben, ist natürlich auch serienmäßig die AMG-Line dabei. Ebenfalls ist auch der AMG-spezifische Kühlergrill mit den schwarzen Chrompins dabei. Ebenfalls haben wir auch noch unser Night-Paket, was einmal den ganzen Fensterrahmen umfasst und unsere schwarzen 18 Zoll AMG Leichtmetallräder. Da der CLA 250 eher ein Plug-in-Hybrid-Fahrzeug ist, diesen wir sowohl im Fahrzeug über die Rekuperationstasten wieder aufladen können, können wir dies auch ganz herkömmlich über unsere Ladebuchsen tun. Serienmäßig ist ein 3,7 kW Onboard-Lader mit an Bord, optional gibt es noch 7,4. Die größte Variante wäre dann der 24 kW Onboard-Lader, wo wir eine Ladezeit von 10% auf 80% in 25 Minuten schaffen. So wie der CLA hier in dieser Ausstattung steht, schafft er eine elektronische Reichweite von bis zu 76 Kilometern. Jetzt sind wir in unserem Innenraum von unserem CLA 250e. Serienmäßig verfügt dieser CLA 250e über unsere Vorklimatisierung. Dabei ist zu beachten, dass ein Ladekabel in der Ladebuchse immer gesteckt sein muss, um den Vorteil der Vorklimatisierung nutzen zu können. Um die Vorklimatisierung einzuschalten, können wir dies einmal über unsere Mercedes-Me-App tun oder in unserem Bereich EQ unter Abfahrzeit können wir eine gewisse Temperatur und eine Abfahrzeit anwählen, wann das Fahrzeug vorklimatisiert sein soll. Ebenfalls können wir unseren maximalen Ladestrom festlegen. Und wir können sagen, dass unser CLA 250e im innerstädtischen Verkehr nur rein elektrisch fahren soll. Außerdem verfügt der CLA 250e über 6 verschiedene Fahrmodi, die wir jederzeit über unseren Dynamic Select Schalter selbst variieren können. Im Fahrmodi Individual kann sich der Kunde sein eigenes Fahrprogramm selbst zusammenstellen, wie er es gerne hätte. Im Bereich Sport fährt der Wagen überwiegend mit dem Verbrennermotor, schaltet aber bei der Beschleunigung den Elektromotor hinzu, um die volle Power abzurufen. Im Bereich Komfort fahren wir auch überwiegend mit dem Elektromotor, schalten aber ab einer gewissen Geschwindigkeit oder Drehzahl den Verbrenner ebenfalls hinzu. In unserem Modus Electric, wie der Name schon hergibt, können wir mit unserem CLA 250e rein elektrisch unterwegs sein, bis zu einer Geschwindigkeit von 140 km/h. Wir können allerdings auch jederzeit die Rekuperation selbst über unsere Schaltwippen am Lenkrad steuern. In dem Modus Battery Level halten wir den aktuellen Prozentstand der Hochvolt-Batterie ein, um ihn später wieder im innerstädtischen Verkehr nutzen zu können. In unserem Eco-Modus fahren wir hauptsächlich rein elektrisch, schalten aber auch ab und an unseren Verbrenner hinzu. Das Besondere an dem Modus ist, dass wir einen Segelmodus haben. Sobald wir vom Gaspedal runtergehen, rollt der Wagen aus und es findet keine Rekuperation statt. Das war der CLA 250e in der Edition 2020. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like da, abonniert unseren Kanal und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein.